Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Let's Play Gothic. Und in der letzten Folge sind wir dem Magier beigetreten, wie man auch unschwer an der Sarobe erkennen kann. Mal schnell gucken, wie viel Erz ich habe. Ich glaube, ich werde mir die obere Robe der Magier kaufen. Und leider weiß ich gerade nicht mehr so recht, wie es weitergeht mit, nicht Knien schleichen, mit der, ja, mit der Quest hier. Was wir als nächstes machen müssen. Ich denke, wir müssen wieder Insektenlager nochmal zurück. Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall bei Choristo erstmal hier die dicke Rüstung holen. Und ich werde meinen Schlossknacken-Skill ein wenig verbessern. Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Ich würde gern die kaufen. Meister, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Du bist noch nicht so weit. Komm. Okay, dachte ich mir schon. Eine hohe Robe bekommen wir erst viel später. Schade eigentlich. Gut. Denn ich weiß, dass sich hier in der Burg enorme Schätze verbergen können. Wir bräuchten eigentlich unseren erhöhten Schlossknack-Skill. Das mache ich dann aber auch. Ich werde wahrscheinlich in dieser Folge erstmal ein bisschen durch die Kolonie ziehen und schauen, was wir hier noch für Monster haben, die wir erledigen können. So, Feuer. Feuerpfeil. Hä? Okay, habe ich hier mehrere Zauber? 4? 3? Was ist da denn auf 3? 3 ist auch Feuerpfeil, okay. Gut. Dann gehen wir einfach mal hier die am Wasser entlang. Schauen wir mal, was wir hier für Viecher finden. Wie effektiv unsere Zauber eigentlich gegen bestimmte Gegnertypen sind. Das würde mich mal sehr interessieren. Gerade wenn wir diese Pferdenkampfzauber halt haben. Können wir das gut testen, aber nicht in kritische Bereiche reingehen müssen oder auf kritische Reichweite an die Gegner ran müssen. Springen kann er immer noch, unser Magier, wie ein junger Gott. Da ist noch eine Beere. Ich habe hier schon so gut wie alle Tiere ausgerottet. Wo wir das testen können, aber hier, die könnte ich aufnehmen. Lurker, da ist doch ein Lurker. Wie viel haben wir eigentlich an Mana? Wir haben nur 25 Mana. Das heißt, ich werde auch oft in den Nahkampf nochmal übergehen müssen. Zumindest jetzt am Anfang. Obwohl. Okay. Scheint so gut wie nicht. Oh nein. Uah. Nicht so effektiv zu sein. Und der Lurker hat eine gute Verteidigung. Aber überraschende Angriffe bringen ihn auch zu Boden. So, es war einer. Nehmen wir den Lurker da hinten gleich auch noch mit. Oh, es sind sogar zwei. Ah, drei? Ach du Scheiße. Oh, ich kann nicht schwimmen. Oh. Alter Falter. Ich schwimme auch gegen die Strömung. Muss ich weiter hier vorne rein. So, brauche nämlich Erfahrungspunkte, wie verrückt. Oh. Okay. Stark ist der Feuerpfeil gegen die Viecher nicht. Der erste Zauber, also müssen wir immer noch im Schwertkampf gegen die antreten. Und Level Up, super. Bringt uns wieder 10 Punkte. Aber die nehme ich natürlich auch gleich mit. Okay, gegen die geht's. Was für ein Sound. So, schnell mal was mampfen. Oh, ich muss mal Fleisch wieder braten, fällt mir auf. So viel bringt das ja allerdings auch nicht mehr. Das heißt, muss ich Heilkräuter zu mir nehmen. So, die kann ich wieder gut verkaufen im neuen Lager.
oben, glaube ich, mit. So. Brenne. So. Mal schauen, was habt ihr denn hier dabei? Ist das eine, sind das zwei? Ja, super. Na los, komm. Oh, jetzt hör doch auf. Ja, geht doch. Was brauche ich denn jetzt eigentlich? Jetzt brauche ich wieder, oh, 50 Punkte. Egal. Der jagende Magier. Gucken, wie stark ist jetzt der Feuerpfeil? Unser Mana regeneriert sich auch nicht. Es sei denn, wir trinken Tränke oder irgendwelche Sachen zu mir. Oh, das geht. Ah, cool. Die brennen auch und sind ja kurz gestunt. Das ist nicht schlecht. Die machen kaum Schaden gegen uns. Das ist irre. Wie verfehle ich den? Ja, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Von denen habe ich mir damals solche Sorgen gemacht. Na komm. Halt so. So, oh, Snapper. So. Oh. So, dann mal schauen. Mana-Trank. Nämlich Mana-Trank. Ne, da reicht auch, glaube ich, hier diese. Die hier. Hä? Achso, Lebensenergiebonus bringen die uns. Ah, jetzt habe ich mich verguckt. Wein, Minecrawler-Suppe. Mana-Bonus da. So, volle Energie. Jetzt würde ich gern wissen, wie gegen Snapper wirken die Angriffe. Geht. Ach, du Scheiße. Kann mich aber nicht im Schwimm angreifen, glaube ich. Nee. Alter! Haut ab! Geht! Muss hier weg! Muss hier weg! Schnell! Ich glaube nicht, dass ich das gegen drei Stück schaffe. Komm ich hier hoch? Ja. Oh, Alter! Nein, nein, nein! Ich komme nicht weg! Ah! Nein! Ah! Mist! Okay, gut. Mist, muss ich den Sprecher schon nochmal laden. Gut. Mach einen kurzen Cut, damit ihr das nicht nochmal ansehen müsst. Und ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Schnell nochmal die ganzen Viecher geschlachtet. Und ich lasse jetzt mal die Snapper in Ruhe. Die sind definitiv zu stark. Wieso taucht der jetzt? Ich will, dass du vorwärts schwimmst. Aber du schwimmst nicht vorwärts. Oh, immer wieder Escape öffnen. Gut, Blutfliegen schnell ja kaputt machen. Das Level-Up haben wir jetzt auch wieder. So. Geröstet. So, haben wir jetzt auch. Das auch. Das auch. Mal hier hoch. Also gegen Snapper ist es einigermaßen effektiv, aber gegen Scavenger wird das wahrscheinlich vernichtend sein. Genau, es gibt so Brandschaden, sind die gestunt. So. Wieso springst du jetzt? Sollst du das wegpacken? So. Ja, okay. Mallrat. Was ist denn hier noch? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? In welchem Waldstück? Okay, da oben. Das ist ein Turm. Das scheint verschlossen zu sein. Ach, wie kommen wir da rein? Ne?
Nee, ist offen. Da geht's runter. Ja, ich will da hoch. Ach so, muss auf die Seite. Ja, gut. Meinetwegen. So. Ja gut, hier gibt's nix. Außer einer wunderschönen Aussicht. Da oben müssen wir auch noch hin irgendwann. Da hinten sieht man Xardas Turm, glaube ich, in der Ferne. Könnte aber auch der Turm der des alten Lagers sein, aber ich glaube, das ist Xardas seiner. Zack. Akrobatik können wir uns ruhig mal fallen lassen. Schauen wir mal. Okay. Mal speichern. Ich weiß nicht, was uns hier drin erwartet. Oh nein. Nein, nimm das Schwert raus. Oh, nein, nein. Geh, 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 geh. Das sind zu viele. Oh, Untote. Skelettspeer. Tut dir Feuer was an? Natürlich nicht. Ah. Mensch. Okay. Ich würde doch ein bisschen überschätzt mit der Stärke der Magier. Oh, Wölfe. Wölfe kriegen auch platt. Erstmal hier noch ein Heilkraut zu mir nehmen. So. Und los. Einfach drauf spammen. Irgendwas wird unser Zauber schon treffen. Okay. Also gegen die Gegner ist er sehr effektiv, obwohl mein Schwert bisher immer noch die bessere Wahl ist. Viel Schaden kriegen wir nicht mehr. So, Level 11. Ah, jetzt einfach mal so durch den Wald hier latschen. Oh, was passiert doch hier gleich wieder? Ah, Wölfe, noch mehr. Wölfe sind immer gut. Ja. So. So. Mensch, überhaupt keine Gegner mehr hier. Sind wir jetzt hier? Ah, hier geht's zum Sumpf. Ja komm, dann gehen wir gleich zum Sumpf. Wenn wir schon in der Nähe sind, dann brauche ich nicht erst zum einen nur alten Lager und hier zum Sumpf. Das ist ja Schwachsinn. Ist das die richtige Richtung? Nee. Ja, das ist die richtige. So. Oh, noch ein einsamer Wolf. Gut, hier scheinen sie noch nicht vom Aussterben bedroht zu sein. Deutschland, ja, obwohl die jetzt wieder heimisch ja werden. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, auch nur Tiere. Die versuchen zu überleben. So. Die Abendwölfe, immer meine Lieblingstiere. Aber die bringen halt so viel gute Sachen mit sich, Fell und Zähne. Kann ich denen nicht irgendwie das Fell ein wenig stutzen und
Maniküre oder Pediküre geben. Ach, willst du... Komm ja, ja, je... Alle Tiere des Waldes an hier, die Rache der Tiere. Ja, komm. Ja, alles vertreten. Mensch. Ich glaube, ich müsste mal was in unser Haus bringen an Gegenständen. Unser Inventar nicht so voll gemüllt, weil die Masse, die an Fleisch, die ich ja jedes Mal in der Folge nach Hause bringe, ist ja gigantisch. Mit Gold werde ich, glaube ich, keine Probleme haben. Erz. Gold kommt ja erst später. Ich will nochmal hier ein bisschen Mana haben. Steinwurz da. Oh. Oh, ich dachte schon, ich sterbe. Das hält nicht mehr so genau. Alles, was wir haben. Naja. Hallo. 50 EP. Naja. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt viel weiter. Jetzt könnten wir eigentlich mal gucken, wie es bei den schwarzen Goblins aussieht. Wo ich... Oh oh. Nee, da hau ich ab. Das ist ein Schattenläufer. Der macht uns mit einem Hieb fertig. Den möchte ich lieber nicht begegnen. Einfach mal ins Sektenlager. Sind hier wieder neue Tiere gespawnt? Nee. Schade. Immer Kapitel. Pro Kapitel werden die wieder erst wieder auf die aufs Feld gesetzt. War ja nichts drin. Nee. Hat eine gute Reichweite. Also damit treffe ich auf jeden Fall schon mal besser als mit einem Bogen auf die Reichweite. Obwohl ein Bogen natürlich nur... Kann ich 300 Pfeile mitnehmen. 500 Pfeile. Und die habe ich halt nur eine begrenzte Anzahl. Und der liebe Scorch, der hat mir ja verraten, also der, wie man diese Teile hier anzündet, weil ich ja nicht wusste, wie man damit interagiert, das habe ich ganz vergessen. Mit der Fackel zündet man die an. Wozu ich jetzt natürlich als Feuermagier noch eine Fackel brauche, ist mir schleierhaft. Ach komm, damit sie ein bisschen heimlicher aussieht. Super. Ja. Die Waffe weg. Doch eingepackt. So. Er ist da. Der Schläfer. Spricht er mich an? Alles klar, Alter. Mach ich lieber nicht. Plan. Ah, er kann doch sprechen. Oh, diese Schwimmsteuerung. Grottig, Leute. Ja, einfach mal zu dem Chefe. Templer. Templer scheint auch cool zu sein mit ihren zwei Handschwertern. Iberion. Ja. Und jetzt?
Mach ich ihn jetzt. Ja, keine Aufgabe für uns. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen GameStopper oder sowas. Das wäre sonst ziemlich ärgerlich. Geh nochmal zu Korkalom. Alter, wenn ich jetzt echt einen GameStopper gefunden habe. Brustmahlzeit. Das ist LP. Der Korkalom hat irgendeine Aufgabe für uns. Ich dachte, das wäre. Mach, dass die Hauptquest weitergeht. War nicht besonders. Da. Bitte, 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 bitte. Was willst du? Ah. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Thalas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht. Aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Okay, wo finde ich Thalas? Wo finde ich Thalas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Ah, okay. Wer hat den Almanach gestohlen? Thalas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Ja, das klingt doch gut. Was machst du für Experimente? Hey, die Quest. Wir sehen uns. Ich glaube, ich werde die immer noch irgendwie erkacken. Okay, dann müssen wir also zu Thalas auf dem Tempelberg. Schwarze Goblins, das sind wahrscheinlich die ich da schon mal versucht habe zu bekämpfen. Und natürlich wieder mal tägliche Drogenration abholen. So. Erstmal Pause machen. So. Und während mein Charakter hier die schön sein Sumpfkraut einverleibt, könnt ihr auf die nächste Folge hoffen und warten, die dann ja bald wieder auf dem Kanal erscheint. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt und ja, bis dann.